Peace. Ich hatte kürzlich einen Brief bekommen von Landgericht Bochum. Ich weiß nicht mehr, wer den Brief geschrieben hat. Kann sein, dass es eine Staatsanwältin war. Ich bin mir jetzt nicht mal genau sicher. Wird wohl eine Staatsanwältin gewesen sein. Auf jeden Fall stand da drin, dass von mir eine Straftat ausging, die eingestellt wurde, ja. So, erstmal habe ich da keine Straftat begangen und ich kann mir schon denken, worum es geht, ja. Und zweitens bin ich sehr enttäuscht von dem, was hier überhaupt abgeht, ja. Ich glaube, die Leute da draußen, die raffen auch alle, was abgeht, ja. Die sind selber auf die Behörden, glaube ich, irgendwie sauer, ja. Habe ich so das Gefühl. Und vor allen Dingen, weil ich noch so einige Sachen ausgesprochen habe, die das Volk auch noch sauer macht, ja. Aber das Ganze lag ja nicht an mir, ne? Weil ich bin nicht in Schuld, dass ich so vernetzt wurde, ne? Und außerdem hört auf, mich zu bekämpfen. Ihr steht mir genug in der Schuld, ja? Mit eurer Scheißgetue, die ihr mit mir abzieht, ne? Und nochmal was, Frau Staatsanwältin, wenn Sie den Brief geschrieben haben. Ich bitte Sie, ja? Ich bitte Sie. Gucken Sie mal hier, ist Albert Einstein. Was steht da? Wissen ist Macht. Ne? Und nichts wissen macht auch nichts, ne? Wo ist jetzt das Problem? Kommen Sie mir nicht mit so einem doofen Briefe. Ja, wenn Sie sich schon genug Dreck ansteckt bei mir, Dreck an bei mir anstecken haben, ne? Und ihr habt genug Dreck bei mir anstecken, ne? Das letzte Mal, wo ich bei der Anhörung war, von der Führungsaufsicht, ja, Führungsaufsichtsbehörde, hat die noch so schleichend gesagt, ja, ist ihnen wahrscheinlich egal, was wir gemacht haben. Aber wisst ihr was? Ich sag euch mal was. Das, was ich mache, soll euch in Zukunft auch egal sein, ne? Weil Wissen ist Macht und nichts Wissen macht auch nichts. Ich denke, wir haben uns verstanden. Also langsam habe ich nämlich echt die Schnauze voll.